SPD-Fraktion hat nun der Kollege Robin Meser-Rosch das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Deutschland wird eines Tages ein digitaler Staat sein. Wir werden vom Sofa aus so leicht einen neuen Personalausweis bestellen, so wie wir heute Pizza bestellen. Wir werden Windkrafträder und Solaranlagen schneller bauen können, weil die Anträge dann digital sind und wir sie nicht mehr in Kleinwagen und Kleinlastern voll Leitsordnern durch die Gegend fahren müssen. Wir werden das Kindergeld ohne Antrag bekommen und 3 Jahre später das Angebot für einen Kindergartenplatz per SMS. So wird Deutschland eines Tages sein. Die Frage ist nur, wann? Ich sage, es macht einen Riesenunterschied, ob wir damit schnell oder langsam sind. Sind wir zu langsam, verlieren wir junge Talente, Unternehmen und Investitionen ins Ausland. Denn manche Länder haben schon alles umgesetzt, was ich gerade aufgezählt habe. Und wir verlieren jeden Tag Geld, Zeit und Nerven an eine Verwaltung, die gezwungen ist, weit unter ihren Möglichkeiten zu arbeiten. Wir brauchen jetzt Ergebnisse. Ein Ergebnis ist nicht, dass ein Rathaus 2022 anfängt, Formulare als PDF auf seine Webseite zu stellen, das ich dann ausdrucken darf. Ein Ergebnis ist ein komplett digitaler Verwaltungsprozess, den ich online schnell finde, den ich verstehe, den ich bedienen kann und der mir zügig Ergebnisse liefert, ohne dass ich das Haus verlasse. Das und nur das kann das Ziel sein. Die Bundesregierung hat vor kurzem ihre Digitalstrategie vorgestellt. Sie erkennt, wir müssen ganz grundsätzliche Infrastruktur schaffen, um zum Ziel zu kommen. Das alles fängt an mit der sogenannten digitalen Identität. Wir müssen uns digital erstmal ausweisen können, um überhaupt loslegen zu können. Das muss sicher sein und das muss praktisch sein. Die gute Nachricht ist, Deutschland hat seit Jahren eine sichere Lösung, die auch praktisch sein könnte. Das ist der Personalausweis, mit dem wir uns theoretisch auch online ausweisen könnten. Die schlechte Nachricht, wir haben für den Perso kaum und hauptsächlich zu komplizierte Anwendungen. Die App für den Personalausweis heißt Ausweis-App 2. Das Ding klingt und bedient sich wie die Spam-Mail eines nigerianischen Prinzen, aber nicht wie die EID der Bundesrepublik Deutschland. Wir brauchen dringend eine nutzerfreundliche Lösung mit brauchbaren Schnittstellen und bezahlbaren Berechtigungszertifikaten. Wir sprechen heute über Geld, über den Haushalt des Bundes fürs kommende Jahr. Wir wollen 60 Millionen für die Digitalitäten ausgeben. Das ist ein Wort. Neben der digitalen Identität ist auch wichtig, wir als Nutzerinnen und Nutzer müssen ein benutzerfreundliches Portal bekommen mit den Angeboten des Staates. Da werden Sie geholfen, darum geht es. Wir wollen 70 Millionen investieren. Ebenso erhöhen wir die Mittel für die Registermodernisierung deutlich. Das heißt, wir digitalisieren die Daten der Verwaltung. Nur so kann ein digitaler Staat funktionieren. Die Zahlen sind trocken, das Ziel ist vielversprechend, die Kunst liegt jetzt in der Umsetzung. Und dafür stellt dieser Haushalt Geld zur Verfügung. Ein digitales Deutschland ist sowieso möglich. Lassen Sie uns jetzt möglichst schnell dorthin kommen. Haben Sie vielen Dank. Flashback. Thema Liebeslyrik, vielleicht geht es euch auch so. Manchmal hat man schon diese Lust in sich, ein Liebesgedicht zu schreiben. Warum nicht? Kann nur passieren, dass zu diesem gewissen Zeitpunkt dann niemand da ist, dem man dieses Liebesgedicht schreiben könnte. Ist blöd,
kommt aber vor, ging mir so, und dann habe ich halt beschlossen, jemand anderem das Gedicht zu schreiben, und dann habe ich ein Liebesgedicht an die Arbeit geschrieben. So. Das heißt einfallsreicherweise auch Liebesgedicht an die Arbeit. Es war kurz nach der Schule, als ich dich zum ersten Mal sah. Fremd warst du. Unheimlich warst du, und mir war nicht klar, wie es weitergehen sollte für den Rest meines Lebens. Ich versuchte, Spaß zu haben, mich zu entspannen, doch vergebens, denn du warst da und ich war plötzlich nicht mehr ich. Du hattest mir den Kopf verdreht, mir war plötzlich so schwindelig. Dann kam die erste Gehaltsabrechnung, ich schlug Purzelbäume. Vorbei waren Spaß, Gesellschaft und kreative Lebensträume, denn nur noch du warst von Bedeutung und interessant für mich. Arbeit, ich muss dir was sagen, ich glaube, ich liebe dich. Arbeit, wenn ich dich sehe, kriege ich einen Nadelstreifen steifen, denn du weißt, ich bin ein Aktenkoffer, Lederfetischist. Wenn meine Gedanken zu dir schweifen, weiß ich, dass du alles für mich bist. Du findest es geil, wenn ich zu früh komme, so früh wie es nur geht. Willst trotzdem, dass ich bis zum Morgen bleibe, bis nichts mehr steht, bis ich auf dem Schreibtisch einschlafe, nur noch von dir träume. Ich schlafe mit dir, bin in dir, große, kalte Büroräume, ich büroklammere mich so fest an dich, dass es wehtut. Mache heftige Arbeiterbewegung, bin Feuer und Glut, streichle deine beiden riesigen Montblancs, massiere deinen PowerPoint, ich bin dein Macker mit dem Tacker in diesem großen Venture-Joint, oh Arbeit, ich kann mich nicht mehr halten, ich bin so Notebook-geil, bin der Geschäftsführer, brülle laut, Arbeit, heil, eine 40-Stunden-Woche ist für mich ein ruhiger Vormittag, und Mittagspausen mache ich nicht, weil ich dich so mag, ich liebe lieber 24-7 als 90-60-90. Menschen sind mir zu 08-15 zu teuer, die 0-190, auch mein Arbeitstag ist länger als 24 Stunden, ich hab den längsten von allen. Hätte ich Zeit für Facebook, würde mir auch dort nur Arbeit gefallen, nur Arbeit, Arbeit, lass es uns weiter und immer weiter treiben. Ich werde mit meiner Zunge 20.000 E-Mails schreiben. Auf deinem nackten Hals wandere ich nach unten. Oral et labora, weitere 24 Stunden. Mal schnell, mal langsam, mal laut, mal leise. Ich gehe ab wie eine Biene in einer Ameise. Wir kommen zum Höhepunkt. Ich mache Überstunden. Irgendwann ist jedes Gefühl für Realität überwunden. Und wir beide kreisen um die Schreibtischlampe wie zwei Planeten. Arbeit, ich bin deine Schlampe. Denn ich bekomme Geld dafür, dass ich dich mache. Vollkommen egal, ob ich dabei weine oder lache. Ich gebe meinen Körper her und halt die Hand auf. Du bist mein Goldesel, Arbeit, und du scheißt drauf. Auf meine Würde, auf meine Person. Doch was kümmert's mich schon, denn du bist mein Licht. Würde ist ein Konjunktiv, aber Arbeit nicht. Du bist auch der Grund, warum ich nicht an Gott glauben kann. Er hat 6 Tage gearbeitet, aber ich stehe, mein Mann, denn ich liebe dich, Arbeit, für immer und ewig. Ohne dich wäre ich nichts als arm und armselig, und das möchte ich nicht. Ich arbeite wie besessen, um dann mit Meterstäben meinen Kontostand zu messen. Es gibt Dinge, die will ich nicht kaufen. Für alles andere gibt es Mastercard. Ich habe mich in dich verliebt, Arbeit, und jetzt wird sich gepaart. Ich will doch für immer nur mit dir zusammen sein. Willst du mich heiraten? Sag bitte I.O. und nicht nein, wir wollen uns trauen feierlich vor dem Altar im Arbeitsamt, und unsere Augenringe werden hereingetragen auf einem Kissen aus Samt. Arbeit aller Länder, vereinige dich mit mir. Ich werde sicher nicht alt werden, aber am liebsten mit dir, für niemand anderen als dich, würde ich sogar Urlaub machen. Dann lassen wir beides in den Flitterwochen so richtig krachen und suchen uns ein schnuckeliges Arbeitslager aus und leben und schuften dort in Saus und Braus. Allein bei dem Gedanken daran kann ich mich nicht mehr halten. Diese Wollust beeinflusst viel zu stark mein Arbeitsverhalten. Auf meiner Hose sind jetzt lauter weiße Flecken, doch ich bin stolz drauf und will sie nicht verstecken. Es sind meine Arbeitssamen, es ist Tippex von unserem wilden, ausgelassenen Schreibtischsex. Oh, Arbeit, du bist klasse. Du hast niemals deine Tage außer am Tag der Arbeit, aber hör zu, wie ich...
Aber hör zu, wie ich sage, dass ich dich brauche, du mich nicht verlassen sollst, dass ich zum Memo-Emo werd, wenn du mir nicht genügend Aufmerksamkeit sollst, sonst lauf ich mit dem Brieföffner Amok, hinterlasse blutende Leiber, sonst geb ich mir die Kugel aus dem Scheißkugelschreiber. Oh, Arbeit, Arbeit, mein Herz will zerspringen vor Ekstase, hör ich schon die Engel und nicht die Kasse klingen, mein Vorhof flimmert schon, ich nehme Beta-Blocker, sie sind mein Viagra und damit lasse ich niemals locker, mein Blutdruck ist zwar schon höher, höher als mein Gehalt, aber mein Arbeitseifer ist eine Naturgewalt. Meine Familie kenne ich nur von einem Bild auf meinem Schreibtisch. Sie werden schwarz und weiß, egal. Alle Menschen, die ich liebe, sind auf dem Bild von meinem Personalausweis. Mein EKG ist im Arsch, der BMW vor der Tür. Ich habe es so gewollt, Arbeit, ich danke dir. Arbeit, du weißt, mein Herzschlag schlägt nur noch für den Zahltag. Aber ich bitte dich, Arbeit, lass es weiterschlagen, denn du weißt, der Tod bereitet mir Unbehagen. Tote verdienen nichts, sie sind arbeitslos, bekommen keine Kohle, keinen Schotter und keinen Moos. Nein, man beißt ins Gras und das war's doch, Arbeit. Wie soll ich dich mit Gras im Mund überhaupt noch küssen? Ich will dich aber für immer lieben. Wir werden uns was einfallen lassen müssen. Vielleicht könnte ich ja als Rasenmäher arbeiten, während deine sanften Flügel mich ins Jenseits geleiten. Ist der letzte Satz. One. Okay. Ready and three.